Willkommen bei Creepy Ghost Life. Black Eyed Kids, Dämonenkinder oder Mythos? Der Mythos erzählt von Humanoiden, die wie Kinder im Alter zwischen 6 und 16 Jahren aussehen. Die Theorien reichen von Aliens bis hin zu Vampiren, was ihre Herkunft angehen könnte. Black Eyed Kids, Teil 4. Die vierte Geschichte, Brian Bethel. Die wohl bekannteste Geschichte von einer Begegnung mit diesen Kindern ist wohl jene von Brian Bethel. Man geht allerdings davon aus, dass dies nicht der erste BEK-Zwischenfall war. Ungefähr um 10 Uhr abends parkte Bethel in der Nähe eines alten Kinos. Plötzlich kamen zwei Jungen auf seinen Wagen zu, die in etwa zwischen 10 und 15 Jahre alt waren, und klopften an sein Fenster. Glaubt man Bethel, dann hatten die beiden komplett schwarze Augen, inklusive des Teils des Augapfels, der bei jedem normalen Menschen weiß ist. Zuerst bemerkte er die pechschwarzen Augen gar nicht, bis sie immer wieder darum bettelten, zu ihm ins Auto gelassen zu werden. Erst als er die Tür des Wagens öffnen wollte, bemerkte er ihre Augen. Augen so schwarz wie Kohlenstücke. Er bekam Angst und fuhr davon, als sie anfingen, ihn anzuschreien, weil sie hineingelassen werden wollten. Bethels Story ist nicht die einzige. Von Jahr zu Jahr gibt es mehr Berichte über die Black Eyed Kids. Viele Menschen erzählen, dass von einem Moment auf den anderen zwei Jungen vor der Eingangstür standen und aus irgendeinem Grund darum baten, hineingelassen zu werden. Viele sagen, dass sie von einer schrecklichen Angst überkommen wurden, sobald der ältere Junge mit ihnen sprach. Die Augen sind schwarz, man sieht weder die Pupille noch das Weiß des Augapfels. Fünfte Geschichte: Ein Mädchen mit vollkommen schwarzen Augen. Hört man die Geschichte über das Hotel San Carlos in Phoenix, Arizona, wundert man sich schon, ob man den ganzen Geschichten über den Black Eyed Kids Glauben schenken soll oder nicht. In einem der Hotelzimmer hängt das Bild eines Mädchens mit komplett schwarzen Augen. Viele Gäste behaupteten, sich unwohl oder sogar verängstigt gefühlt zu haben und die schwarzen Augen des Mädchens ihnen zu folgen scheinen. Manche Gäste sollen sogar vorzeitig ausgecheckt haben, nur um das Hotel endlich verlassen zu können. Handelt es sich hierbei vielleicht doch um das Gemälde eines echten schwarzäugigen Mädchens? Manche Besucher behaupten sogar, dass das Mädchen nachts, wenn sie aus dem Fenster schauten, vorm Hotel stand und sie anstarrte. Theorie Alien-Hybrid. Laut Aussagen der Menschen, die von Aliens entführt wurden, sollen die Augen der Black Eyed Kids denen der Greys sehr stark ähneln, da auch diese komplett schwarze, reflektierende Augen haben sollen. Dämonische Besessenheit. Ergreift ein Dämon Besitz von einem Menschen, wird oft beschrieben, dass die Augen der Person schwarz werden. Ein Dämon benutzt gerne die Erscheinung eines Kindes, um so das Vertrauen der Menschen zu gewinnen. Vampirisch. Das Betteln, um in ein Haus eingeladen zu werden, erinnert an die Vampirmythologie des östlichen Europas. Schenkt man den alten Legenden Glauben, so muss ein Vampir erst eingeladen werden, bevor er ein Haus betreten kann. Also, was glaubt ihr? Gibt es die Black Eyed Kids wirklich? Und wenn ja, sind es Vampire? Sind es Dämonen? Oder sind es Aliens? Oder sind es einfach nur Kinder, die Leuten gerne Angst einjagen? Eure Meinung gerne in die Kommentare. Hat euch dieses Video gefallen? Dann vergesst nicht, einen Daumen hoch da zu lassen und meinen Kanal zu abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen und ein Teil der Creepy Community zu werden. Und vielen Dank an Nova One, der dieses Video gesponsert hat.